Leute, herzlich willkommen zurück. Ich bin heute besonders gut gelaunt, weil ich gerade ausgeschlafen habe und weil wir ja in der letzten Episode, hallo Stefan, weil wir in der letzten Episode unsere Dia-Spitzhacke, die ich natürlich auch schon einstecken habe, gemacht haben mit dem Triple Luck. Übrigens, kleine Info für euch, ich habe jetzt einen Haufen Süßbären, weil wir haben ein paar Süßbären angepflanzt, weil wir eine Süßbäre gefunden haben. Die heißt Süßbären, ja, ich dachte, ich habe die ganze Zeit irgendwas Falsches gesagt. Wäre komm, peinlich gewesen. Nö. Alter, erstmal wieder runterkommen. Ja, und deswegen habe ich ein paar Dinge angepflanzt, damit wir einfach ein paar haben, weil ich finde die auch als Deko halt für die Wege an der Seite echt geil. So, jetzt mal kurz vorweg. Es hat sich einiges getan seit der letzten Aufnahme. Zum einen haben wir heute noch die ganzen Bäume hier weggenommen, weil wir jetzt unsere Tiere von da hinten nach da drüben verlagern wollen. Deswegen haben wir hier so eine kleine Schleuse, da tun wir die Kühe bei Gelegenheit noch rüber. Und jetzt gehen wir erstmal pennen und dann sage ich kurz, worum es heute geht. So, jetzt habe ich aber wirklich ausgeschlafen. Also, worum soll es heute gehen? Heute geht es darum, wir bauen unsere Schmiede und wir wollen diese Lava, die da oben runterfließt, wollen wir verwenden, um den in den Ofen reinlaufen zu lassen von der Schmiede, weil wir glauben, dass das sick ausschaut und das wird auch sick ausschauen. Diese Schmiede, die kommt hier hin. Was hat sich noch so getan? Wir haben, glaube ich, hier wieder ein paar Lampen ausgetauscht und ich habe das hier gemacht. Das ist der Eingang von unserer Mine. Ich habe den Wasserfall zugemacht, habe den Eingang von der Mine gebaut, weil ich es ganz geil fand. Ich fand das so kacke mit dem Loch da in der Wand und wollte irgendwas Cooles haben, habe mir was überlegt. Deswegen, ich habe kein Video drum gemacht, weil es nicht so eine große Sache ist einfach, glaube ich. Aber ich finde, es sieht trotzdem ziemlich gut aus, auch mit den Strips Bruce, finde ich ziemlich geil. Hier soll denn die Schmiede hin. Die haben wir, da hat Stefan heute die Grundrisse mal gezogen. Ich kümmere mich dann gleich, wenn wir dann anfangen, um den Kamin. Erstmal allerdings werde ich alle möglichen Dias, Emeralds, die wir unten in unserer Mine gefunden haben, abfarmen gehen und dann mal gucken, wie viel wir am Ende haben. Wenn ich jetzt schon 20 bis 30 Millionen Zuschauer hätte, würde ich natürlich auch sagen, schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel ich am Ende wohl haben werde. Aber dass sich die Scheiße keiner anschaut, brauche ich das auch nicht sagen. Ab in die Schmiede. In der Schmiede hat sich auch ein bisschen was getan. Wir haben den Weg hier ein bisschen schief gemacht, weil da ging ja die eine Treppe nur runter. Jetzt ist es eine Dreier-Treppe. Mit der linken Seite, da fährt eine Lore hoch und runter. Das haben wir gemacht, falls wenn das Inventar mal voll ist und hier auch überall Lampen. Wenn das Inventar voll ist, dass wir einfach das in die Lore füllen können hier und die dann per Knopfdruck wird die dann hochgeschickt und ab die Post. Also wir fangen an mit dem ersten Gang und gucken mal, wo hier, ob hier noch irgendwo Dias rumgammeln. Perfekt! So, das sind die ersten Dias. Das zeige ich aber, glaube ich, am Ende, weil es jetzt aktuell erstmal nicht so wirklich juckt. Die ist gerade am meinen. So, ab in den zweiten Gang. Ich habe im ersten Gang zweimal Dias gefunden. Im zweiten Gang sind jetzt die ersten Emeralds. Komm her. Boom. Derbt doch einfach alle. Emeralds Nummer 2. Emeralds Nummer 3. Emeralds Nummer 4. Wir haben so viele Emeralds in diesem Gang gefunden. Das ist einfach nur wild. Boom. Emeralds Nummer 5. Was ist denn hier los? Boom. Emeralds Nummer 6. Perfekt. Dias Nummer 3. Und wieso ist jetzt hier eigentlich Emeralds kein Holz? Nummer 7. Muss ich einen Emerald-Counter machen, oder? Nö. Okay. Perfekt. Technik. So, die nächsten Dias. Perfekt. So, und die nächsten Dias. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier noch einige Dias und Emeralds haben. Zum Beispiel hier. So, hier sind noch zweimal Emeralds. Okay, hier sind noch dreimal Emeralds und einmal Dias. Boom! Auf einem Fleck. Fleck, oder? Mit PF halt. Perfekt! Ja, klar. Da habe ich in meinem letzten Video auch was ziemlich Witziges gemacht. Perfekt! Wir sind wieder Dias. Fenster, Fenster, Fenster. Boom. Warte mal. Emeralds. Krass. So. Das ist der letzte Gang, aber ich weiß ganz genau, dass ich irgendeinen Gang habe ich vergessen. Oder da habe ich auf jeden Fall nicht genug hingeschaut. Also irgendeinen Gang habe ich definitiv vergessen. Ich weiß nur nicht. Ich habe zwar jetzt über einen Stack Dias, aber ich weiß, dass da noch ein paar Blöcke irgendwo sind. Ich muss jetzt nochmal suchen, ey, scheiße. Junge, das war so mega viel und da waren 3, 4, 5, 6 Dinger von Dias. Perfekt. So. Okay, dann habe ich jetzt die Dias auch. Also, wie Stefan und ich haben jetzt gerade verzweifelt einen Gang gesucht, den wir uns mal gebaut haben, wo wir extrem viele Dias gefunden haben, aber irgendwie finden wir diesen scheiß Gang jetzt nicht mehr.
Den suchen wir dann irgendwann mal off-cam, also kann ich das mit den Dias jetzt leider nicht zu Ende bringen. Wir haben trotzdem aktuell jetzt 1,5 Stacks Dias. Vermutlich ist in diesem Gang aber nochmal entweder einer oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil in dem waren echt sehr, sehr, sehr viele. Da war ein riesen Lavasee, den wir da komplett ausgebaut haben und da waren echt sehr, sehr viele Dias. Ja, mal gucken. Hoffentlich finden wir den einfach wieder und das Ganze machen wir dann off-cam. Ich gehe jetzt gleich mal ganz kurz ins Lager und dann kann ich euch mal zeigen, was wir so bisher so gefarmt haben. Weil wir haben einiges gefarmt, auch schon mit der Pickaxe und da geht echt gut was durch. So, zurück in unserem Lager. Jetzt kann ich euch mal kurz zeigen. Also wir haben extrem viel Kohle. Das farmt sich leicht mit der Spitzhacke. Dann auch inzwischen relativ viel Gold. Sehr, sehr viel Eisen gefunden in letzter Zeit. Und jetzt natürlich auch einige Dias und auch einige Emeralds. Jetzt ein halber Stack bereits an Emeralds voll. Redstone leider auch ziemlich viel. Ja, Redstone ist ein bisschen nervig. Braucht man ja so gut wie nie die Scheiße eigentlich, aber okay. So, und dann fangen wir gleich mal an zu bauen. So, Stefan hat hier quasi das Haupthaus schon so weit von ihm fertig. Das ist eigentlich das Ding. Also, das ist das Ding. Hier unten ist der Arbeitsbereich. Quasi von ihm, da werden wir dann ein bisschen Interior und so alles voll klatschen. Und oben ist quasi der Wohnbereich. Und ich kümmere mich jetzt mal um seine Arbeitsfläche. Wir müssen jetzt mal gucken, dass die Lava, aber gut, die Lava ist hier weit genug weg, weil wir haben das im Creative mal auf unserer Creative-Welt getestet. Und da ist vielleicht das ein oder andere Mal das Dach abgefackelt. Ich nehme deswegen jetzt mal die ganzen Bricks und dann. Ja, bedien dich. Mal an den Weg zu bauen. So, also so schaut der Weg jetzt erstmal dahin aus. Ich muss das Ganze hier noch auffüllen mit Lava. Das heißt, ich muss ein paar Lava-Eimer holen. Das fertige Ergebnis zeige ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja, genau, da wollte ich ihn hinsetzen. So, also ich habe jetzt mal mich ein bisschen um den Ofen gekümmert. Also die Lava soll hier einfach so lang fließen. Ich fülle das Ganze noch auf und dann ist das so, dass hier quasi Lava für ihn durchfließen soll für seinen Arbeitsplatz. Keine Ahnung, was der Typ Guy eigentlich macht. Ich kenne mich mit dem Job nicht aus, deswegen macht das ja ein Dorfbewohner. Dann soll die Lava noch hier runtergehen und quasi durch diesen Ofen, damit der Ofen ein bisschen mehr Sinn hat, habe ich das einfach gemacht, sodass die Lava hier hinfließen kann. Der Ofen ist gedetailt natürlich mit Granit. Ich finde, das schaut auch immer sick aus, weil ansonsten, ja, wenn dann alles nur mit Ziegel oder wie heißt das? Keine Ahnung. Ja, die roten halt, ne? Ist es ein bisschen langweilig und deswegen hier überall ein bisschen Granit eingestreut. So, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz soweit ganz nice geworden. Hier weiß ich auch nicht, was ich hier gemacht habe. Ich fand das einfach nur gut. Ein bisschen Stützung für den Berg. Wahrscheinlich braucht der Berg Stützung, wenn der das eh aushält, dass da 8 Millionen Liter Lava rauffließen. Genau, und das ist das fast fertige Haus. Stefan zündet jetzt gerade noch das Dach durch. Ich würde sagen, es schaut auch richtig geil aus hier, dass das jetzt immer so total eng alles ist. Gefällt mir vom Aussehen immer ziemlich gut, dass das halt so aussieht, als ob man sich da durchquälen muss. Dann wäre es das eigentlich für heute schon wieder gewesen, weil mehr hatten wir heute gar nicht auf dem Zettel, außer die Schmiede hier zu bauen. Obwohl, oder, ach komm, wisst ihr was, ich helfe Stefan noch ganz kurz beim Dach. So, hier bist du schon fertig, dann gehe ich mal auf die Seite und mach das hier. So. Ach komm, ey, Leute, ne, es ist aus dem Lagerhaus-Video, ist es bekannt, dass ich jetzt nicht der Talentierteste bin, was Dächerbauen angeht. Ja, sagt mal ihr, was haltet ihr von dem Haus und so und der Idee? Ich finde es eigentlich echt ziemlich geil. Achso, genau, jetzt sehe ich auch schon wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte ja noch Trapdoors anbringen. Ah genau, und die Eisenfalltür fehlt auch noch. So, also das ist jetzt das von außen. Von innen mache ich demnächst, glaube ich, einfach mal eine Tour, damit ich dann noch einen Grund habe, ein Video zu machen. Ja, genau, also so von außen. Ich finde, es ist mega sick geworden mit dem Dach und mit den Ziegeln oben drauf. Sein Arbeitsbereich hier vorne und also drum und dran. Ja, ciao Stefan an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war unterhaltsam. Schaut doch bei Stefan vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Leute, ich bin wieder zurück. Ich melde mich nochmal ganz kurz zu Wort. Und zwar habt ihr ja mitbekommen, dass wir ein bisschen Ewigkeiten gesucht haben, um unsere Mine wiederzufinden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir haben sie wiedergefunden. Aber irgendwie ist alles so, als hätten wir es nie berührt. Also jetzt ist schon alles berührt, wie ihr seht. Das liegt daran, dass ich jetzt sehr, sehr viel schon gemeint habe wieder. Also extrem viel. Aber das Problem ist, irgendwie sind die Dias trotzdem nicht aufzufinden. Nevermind. Wird uns schon nicht das Genack brechen. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr wisst, womit das zusammenhängt, woran das liegen könnte, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. So, aber wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz die Schmiede an. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen in der Map bei uns verändert. Die werde ich euch jetzt noch gleich ein bisschen zeigen und dann sehen wir uns gleich.
So, Leute, also, wir haben hier noch ein bisschen was getan. Und zwar haben wir hier noch diese Kutsche hier hingezündet. Dazu gleich mehr. Das ist jetzt der fertige Schmied. Also die Guys, die sich das hier gebaut haben, die haben sich gedacht, die Lava müssen wir irgendwie richtig geil nutzen. In den Ofen, der auch soweit echt ziemlich sick ausschaut. Ich finde das auch geil. Stefan mag, liebt es, diese Lampen überall raufzusetzen. Ist ja nicht so, dass es neben der Lava schon hell genug ist. Ich finde es trotzdem geil. So, und dass hier die Lava so reinlaufen. Wenn die Lava da reinlaufen könnte, Minecraft, wäre übel geil. So, hier noch ein bisschen Interior. Haben wir sich lumpen lassen, nicht gespart an Diablocks, Goldblöcken und so. Ein paar Bilder, die dazu passen. Hier ein paar Schmelzöfen, damit das auch alles einen Sinn hat, was wir hier gebaut haben. Hier noch mehr Interior. Das soll einfach unten quasi seinen Arbeitsbereich darstellen. Mit einigen Erzblöcken. Überall die Notenblöcke, die bei uns auch in unserem Texture Pack ausschauen wie Kisten. Und sie schauen richtig geil aus, Jungs. Hier oben ist noch nicht ganz fertig. Da sind wir eher fast fertig. Also bisher nur in ein Bett, aber da kommt wahrscheinlich noch ein Esstisch oder sowas rein. Ja, aber so ungefähr. Also es wird nichts Großartiges, Spektakuläres, Einzigartiges hier oben passieren. Einfach nur, wo der Guy wohnen kann. Und hier unten wird gehasselt wie ein Viech. Der Amboss auch schon reichlich benutzt, wie ihr seht. Ich habe schon ein bisschen was verzaubert und ein paar Verzauberungen zusammengeführt und so weiter und so fort. Deswegen, der ist schon ein bisschen angeranzt. Und da wir kaum Lagerspace haben, beziehungsweise eigentlich haben wir gar keine Lagerkisten hier, so wenn ich das sehe, haben wir uns überlegt, dass er sein Erz, was er in seinem Ofen zusammenschmilzt, dass er das dann auf eine Kutsche tut. Und die Kutsche, die kutschiert das dann in unser Lager rein. Genau. So, und dann ist noch ein bisschen was passiert. Den Weg hier nach oben kennt ihr auch noch nicht. Auch ziemlich geil. Ich liebe das mit den ganzen Slabs und zwischendurch wieder Stämme und Kabel und Kies. Das schaut einfach richtig sick aus. So, und dann haben wir uns gedacht, es wäre doch einfach nur geil, wenn man hier aus diesem Kartenraum rauskommt und einfach mal auf der rechten Seite voll erschlagen wird von drei fett geilen Häusern. So, die Häuser, auch nochmal Wohnhäuser für Villager. Bisher noch kein Interior drin. Das kommt alles noch. Also die Häuser sehen auf jeden Fall richtig fett aus. Wohnhäuser, und dann ist es wieder alles schön eng. Mit Evil Stylish halt einfach. Recht einfach gehalten. Trotzdem, ich mag diesen Stil total gerne. Er schaut einfach nur sick aus. Und hier können die Villager sich verköstigen an ein paar lecker schmatzigen... Was glaube ich eigentlich für Scheiße? Okay, ich fange das nochmal an. Oh Mann, ey. Und hier noch ein... Und hier noch ein Süßberry, Sweetberry, Alter, Bubble. Sweetberry Stand, der schaut auch derb sick aus. Hier führt dann so ein kleiner Weg runter und da sind sie schon, die Süßbären, mit einem kleinen Custom Tree. Ich denke, man sieht es schon ganz gut, dass das eigentlich ein Custom Tree sein soll. Also auf jeden Fall auch eine kleine sicke Area hier geschaffen. Soll halt einfach ein bisschen heimischer alles aussehen und nicht so leer und kahl. Wie gefällt euch die Area hier? Wie gefallen euch die Häuser? Ich finde sie richtig geil. Was vor allem richtig geil ist, ist, dass Stefan wirklich überall diese Kisten hinmacht. Aber okay, never mind, die Kisten... Alter, sogar hier sind Kisten, Digga. Okay, die vermehren sich. Das muss aufhören. An den Wegen arbeiten wir auch immer mal wieder ein bisschen dran. Ich werde jetzt demnächst mal Laternen einfügen zur Beleuchtung. Ihr erinnert euch auch noch, dass wir unsere ganzen Tiere hatten. Da hatten wir 8 Millionen Kühe. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe nochmal alle gefüttert. Und sie danach durchgezündet. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Kiste, die daraus resultiert ist. What the fuck? Moin. Also das ist auf jeden Fall anders. Wir, glaube ich, brauchen nie wieder Fleisch oder Leder oder sonstigen Kram. Die Kühe sind jetzt da vorne, wo auch ein Zombie und ein Creeper drin ist. Perfekt, die zwei besten Freunde. Und da ist noch ein Creeper. Wieso sind hier so viele Creeper? Goddammit. Auf jeden Fall sind hier jetzt unsere Tiere. Hier soll noch so eine Barn irgendwo hin. Mal gucken, wo, wie, was wir da ganz genau machen. Aber da soll auf jeden Fall irgend so ein Farmhaus hin, wo dann die Kühe drin hausen können. Ganz schön und tierfreundlich natürlich, ist ja ganz klar. Genau, das ist einfach nur ein ganz kleines Roundup nochmal, was so passiert ist. Und wir haben arsch viel gemeint. Wir brauchen, glaube ich, nie wieder irgendwas. Wir haben jetzt schon eine Double Chest voller Kohle. Auch dank natürlich dieser Diamantspitzhacke. Die ist einfach nur geil. Und hier, guckt euch die Schmiede nochmal an. Ich finde, das ist eine richtige Augenweide geworden. Und ich hoffe, die nächste Schmiede wird... Bruh. Und ich hoffe, die nächste Schmiede wird genauso... Boom, Alter, down. Du Arschloch. So, also, wie gesagt, ich hoffe, die nächste Schmiede wird auch so schön. Ich hoffe, euch gefällt ebenfalls, was wir gemacht haben. Wenn ja, lasst ein Like, einen Comment und ein Abonnement dabei. Schaut auch bei meinem lieben Freund, Kompagnon, Steffler vorbei. Und es regnet wieder. Deswegen gehen wir jetzt pennen und ich mache jetzt aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.